nächsten Präsentation des neuen Arcon Res PC, hier auf der CeBIT. Wir zeigen in dieser Präsentation Grafik- und Dokumentverarbeitung auf dem Res PC und wie Sie in diesen Bereichen schneller, einfacher und kostengünstiger arbeiten können als mit jedem anderen System. Erstmal ein paar Hintergründe zu dem Res PC selbst. Er ist auf Basis der Archimedes-Computer entwickelt worden, die bereits 1987 als erste Res-Computer überhaupt auf den Markt kamen. Und dann über eine Reihe weiterer Modelle, die Acorn auch mal auf RIS-Basis entwickelt hat, jetzt in der Krone der Acorn-Schöpfung quasi im RIS-PC münden. Wie der Name schon sagt, basiert dieser Computer auf RIS-Technologie, und zwar auf einem Prozessor einer Eigenentwicklung von Acorn namens ARM 610. Das ist ein 32-Bit RIS-Chip mit einem darauf spezialisierten und optimierten 32-Bit-Betriebssystem. Dieses zeichnet sich neben seiner enormen Geschwindigkeit durch höchste Benutzerfreundlichkeit aus. Das heißt, Schlagworte wie Drag-and-Drop, Multitasking, Plug-and-Play und Anti-Aliasing beispielsweise, die andere Hersteller jetzt erst zum ersten Mal andeuten für die Zukunft, hat Acorn seit 7 Jahren und deshalb hier auf dem RIS-PC schon in Perfektion zu sehen. Jetzt wird üblicherweise angenommen, dass neuere Computer kaum Software haben. Für uns ist das kein Thema. Wir haben durch unsere langjährige Entwicklung tausende von Softwareartikeln, die direkt auf dieser Maschine laufen und eben RISC optimiert sind. Es gibt andere Hersteller, die das Native Software nennen. Wir nennen es einfach Software, weil bei uns gibt es nur Native Software. Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel Dokumentverarbeitung, Vektorgrafik, Fotoretusche, Videobearbeitung und ähnliche Sachen mehr. Im Prinzip alles, was Sie sich ausdenken können. Wir haben dafür die entsprechende Anwendung direkt RISC optimiert. Gleichzeitig wollen wir Ihnen natürlich nicht die PC-Welt vorenthalten. Es gibt ja da Hunderttausende von Software-Titeln, die möglicherweise interessant für Sie sind. Deshalb hat der RIS-PC als erster RIS-Computer überhaupt die Möglichkeit, voll PC-kompatibel zu sein. Und Sie können auf dieser Maschine optional Windows oder OS 2 benutzen. Und natürlich sämtliche Software, die unter diesem Betriebssystem läuft. Das Ganze ist dadurch möglich, dass wir ein modulares Multiprozessorsystem im RIS-PC haben. Das heißt, in der Praxis für Sie, Sie können das System so weit aufrüsten, wie immer Sie wollen. In Zahlen ausgedrückt, bis zu 6 Prozessoren, sage und schreibe 258 MB RAM gehen in die Maschine. Sie können in 7 Gehäusemodulen, die stockwerkartig aufeinander getürmt werden, bis zu 9 Steckplätze, dann selbstverständlich 32-Bit-Steckplätze und bis zu 14 Laufwerke unterbringen, die dann theoretisch 33 GB Daten im direkten Zugriff halten, falls Sie das brauchen sollten. Das Ganze gibt Ihnen natürlich eine enorme Zukunftssicherheit, denn was immer Sie in der Zukunft für Anforderungen haben, der RIS-PC wächst locker mit. Und ein anderer Aspekt davon ist, dass Sie die Prozessoren ohne weiteres austauschen können. Die RIS-Chips sitzen auf kleinen Karten und die können Sie ganz einfach in 15 Sekunden rausnehmen, eine neue Karte reinstecken mit dem neuen Prozessor und Sie sind wieder voll up-to-date. Und ein kleiner Ausblick auf die Leistungsentwicklung in Zukunft. Im Moment haben wir den ARM 610, den nehmen wir hier als 100% an. Das ist für uns der Standard. Er ist wesentlich schneller als jedes PC-System, was Sie bisher gesehen haben. Der 700er wird bereits hier auf dem Stand in wenigen Maschinen gezeigt, als Prototyp. Und bis Ende 96 haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma DEC, die auch den Alpha-RIS-Chip herstellt, einen Chip, der 800% Leistungssteigerung gegenüber dem jetzigen Niveau bietet. Das dürfte wahrscheinlich der einzige Chip der Welt sein, der überhaupt nochmal innerhalb von 2 Jahren, so kurzer Zeit, 8-fache Leistung bringen wird. Alles einsetzbar natürlich im RIS-PC. Schöner Nebeneffekt des RIS-PCs ist auch seine Umweltfreundlichkeit. Die ist dadurch bedingt, dass das zum Beispiel, dass das System im Volllastbetrieb gerade mal 10 Watt Leistung aufnimmt. Das ist weniger als die meisten PCs im Schlafmodus verbrauchen. Wir haben ein recyclingfähiges Gehäuse und sehr wenig Bauteile durch eine integrierte Bauweise. Und die erwähnte lange Lebensdauer sehen natürlich auch dazu bei, dass Sie nicht nächstes Jahr den Computer schon wieder wegschmeißen müssen, sondern wir gehen davon aus, dass der RIS-PC auf Ihrem Schreibtisch 5 Jahre mindestens überlebt. Durch die Ausbaufähigkeit und durch die Tauschbarkeit der Prozessoren. Wenn man das jetzt in den Vergleich packt mit Eisenbahn, würde ein herkömmlicher PC als Dampflokomotive dastehen. Früher vielleicht mal schnell gewesen, Technik voll ausgereizt, aber abgesehen für Nostalgiker keine weitere Zukunft eigentlich mehr. Und dagegen RIS-PC entspricht in diesem Vergleich einem ICE, der eben Zukunftstechnologie jetzt schon hat und auch in Zukunft noch ihre Anforderungen erfüllt. Für das Anwendungsbeispiel, was wir Ihnen gleich demonstrieren wollen, Grafik- und Dokumentverarbeitung, heißt es, dass Sie mit dem RIS-PC schneller, einfacher und kostengünstiger arbeiten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz unser Beispieldokument holen, was wir gleich innerhalb von 10 Minuten vor Ihnen hier auf dem Bildschirm zusammenbauen. Das ist dieses, professionelle Druckqualität, und wir werden genau das jetzt von Grund auf neu bauen. Meine Kollegin Andrea hat jetzt gerade das leere Dokument geöffnet, in dem sie nur ein paar wenige Bereiche vorbereitet für Text und Grafik. Und gleich erstes Beispiel für Benutzerfreundlichkeit. Dieses ist ein Dateisystemfenster und aus diesem können wir ganz einfach eine Datei per Drag and Drop
konsequent überall durchgehalten, importieren. Um das jetzt nochmal ganz deutlich zu machen, löschen wir den Text nochmal kurz und laden das Ganze nochmal in eine etwas vergrößerte Ansicht des Dokuments. Hier das Symbol der Datei, die wir laden wollen, einfach nur reinziehen, fertig. Keine weiteren Umwege, keine Import-Export-Orgel. Diese Vergnügen ersparen wir uns. Gut, während Andrea kurz die Zwischenüberschriften formatiert, erzähle ich mal ganz kurz, warum wir eine Dokumentverarbeitung sagen und nicht DTP und Textverarbeitung. Für uns ist das eins. Elk und RIS-PCs sind so extrem schnell, dass wir es uns leisten können, auch im komplexesten Layout noch ganz normale Textverarbeitung zu betreiben. Angenommen, wir hätten jetzt ein 50-seitiges komplexes Zeitungslayout, die klicken einfach irgendwo rein, editieren da drin ganz normal, lassen zum Beispiel die Rechtschreibprüfung durchlaufen und haben alle sonstigen Funktionen, die eine normale Textverarbeitung auszeichnen. Andrea zeigt es hier gerade mal durch Eingeben der Überschrift ein normales Formatieren. Egal wie groß das Dokument ist, es geht immer genauso schnell, wie Sie es hier sehen. Achten Sie auch darauf, als nächstes Beispiel für Benutzerfreundlichkeit die extrem gute Schriftdarstellung. Obwohl wir im Moment dieses Dokument in nur 66% seiner Größe bei einer Auflösung von 8x600 Punkten anzeigen, ist die Schrift perfekt lesbar. Die Lupe links oben in der Ecke zeigt, was der Trick dabei ist. Wir haben ein sogenanntes Anti-Aliasing-Verfahren auf sämtlichen Schriften, die im System verwendet werden. Und dadurch werden die Kanten der Schriften so weit geglättet, dass die Pixelung des Bildschirms überwunden wird. Elkon ist übrigens die einzige Firma weltweit, die das bereits systemweit anbietet und schon seit 7 Jahren. Der nächste Schritt ist rechts unten, das Elkon-Logo in die Ecke zu setzen. Und dazu zoomen wir einfach mal rein und Sie sehen, das Schriftensystem passt sich auch dem problemlos und sofort an. Die Schriftenerstellung ist immer noch perfekt. Jetzt wird ein Rahmen geöffnet, in dem nachher wieder jetzt im Moment durch konsequentes Drag and Drop einfach dieses Logo importiert wird. Das ist jetzt eine Vektorgrafik mit einem schönen Verlauf-Hintergrund. Der ist zwar schön, aber nicht Elkon-kompatibel, deshalb nutzen wir jetzt das Multitasking des PCs, um in einem Grafikprogramm, das gleichzeitig läuft, eben diese Eigenschaften zu ändern. Das Multitasking beim Elkon läuft nicht so wie auf anderen Systemen, wo mehr oder weniger eigentlich nur Programme gleichzeitig geladen werden, die dann nebeneinander oder sogar konkurrierend laufen. Bei Elkon RIS PC haben wir eine Art Baukastensystem, bei dem Sie einfach die Werkzeuge, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen, laden und auch nur diese und die dann, so wie gezeigt, hier zusammenarbeiten lassen. Das ist Andrea immer ein bisschen schnell, das ist eine RISC-Userin, dadurch wird es immer rasend schnell. Wir zeigen Sie aber nochmal langsam, wie hier diese Änderung gemacht wurde. Einfach das Ding importieren nochmal, das übertragen in das Grafikprogramm, bis es gleichzeitig läuft. Einfach ein Doppelklick darauf und die einfachen Änderungen an dem Hintergrund und an der Farbe. Übrigens ist dieses Vektorgrafikprogramm 5 bis 10 Mal so schnell wie eine vergleichbare Software auf einem PC der 486er-Klasse. Das heißt, wenn Sie eine entsprechende Arbeit haben, wenn Sie Grafiker sind oder so, sparen Sie damit praktisch sämtliche Zeit ein, die Sie üblicherweise sonst auf Ihren Computer gewartet hätten. Das war jetzt kurz das Zurückspeichern in das Dokument. Wir haben einfach aus einem separaten Programm einfach nur abgespeichert und die Grafik sofort wieder in dem ursprünglichen Dokument gehabt. Damit ist jetzt dieses Logo beendet. Jetzt zeigen wir noch kurz eine kleine typografische Feinheit. Dieses A, was hier die Initiale darstellt, soll jetzt besser vom Text umflossen werden. Der Text soll der Schräge des A's folgen. Und dazu machen wir den Rahmen, in dem das A sich befindet, einfach ein bisschen unregelmäßig. Und Sie sehen, bei jeder Änderung an dem Rahmen wird der Text sofort mitformatiert. Und es ist immer in dieser Geschwindigkeit, egal wie viele Seiten Sie dahinter haben. Sie können 100 Seiten Text haben, die dann jeweils noch zum Neuformatieren gezwungen werden. Es geht immer in der exakten Mausklickgeschwindigkeit. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist es auch schon passiert. Damit ist jetzt der Textbereich unten fertig und wir zeigen jetzt wahrscheinlich das Spektakulärste, die Retusche hier oben. Das ist üblicherweise auf Standard-Computern eher eine Qual, riesige Datenmengen hin und her zu schmeißen. Der RIS-PC fühlt sich dann erst richtig wohl. Wie wir hier sehen, das ist jetzt gerade ein 6 Megabyte Bild gewesen, in nur ca. 2,5 Sekunden geladen. Und das Vordergrundbild, was wir dann später auf das Hintergrundbild draufsetzen, ist etwa 4,5 Megabyte groß. Trotzdem gehen sämtliche Manipulationen darauf wieder in Mausklickgeschwindigkeit. Wir zeigen das jetzt einmal an dieser Retusche. Und wir wollen als ersten Arbeitsschritt den Hintergrund freistellen, also ausmaskieren. Wir machen das hier mit einer Funktion, die automatisch die Konturen des RIS-PC erfasst und eine Maske anlegt dafür, die dann nachher durchsichtig ist beim Rüberkopieren in den Hintergrund. Eine weitere Änderung, die wir machen, die auch zeigt, wie schnell das System arbeitet, ist, wir wollen die Farbe des RIS-PC anpassen, denn der Hintergrund ist eher in einem gelblichen Licht gefärbt. Wir wollen das natürlich so glaubwürdig wie möglich tun. Also werden jetzt einfach nur ein paar Farbkurven angepasst. Die Vorschau zeigt uns, wie das aussehen wird auf dem späteren fertigen Bild. Und in diesem Moment wird die Funktion angewandt und 4,5 Megabyte Bilddaten sind in 1,5 Sekunden umgefärbt. Sie sehen, RIS-Technik macht den Unterschied. Hiermit warten Sie niemals mehr
im Prinzip erst, wenn sie hunderte von Megabyte Bilddaten im Stück bearbeiten. Okay, nächster Schritt ist einfach das Rüberkopieren dieses freigestellten und farbgeänderten RISC-PCs auf den Hintergrund. Das Hintergrundbild habe ich neulich aufgenommen, als ich mal wieder zum Mars geflogen bin. Kleine Aussicht aus dem Raumschiff. Und da ist jetzt der RISC-PC, den wir zu dem Zeitpunkt nicht dabei hatten. Den wollen wir mal kurz noch nachträglich reinbauen. Schon fertig. Letzte Aktion, wir übertragen jetzt aus dem Retusche-Programm wieder. Ganz klar, konsequentes Drag-and-Drop. Ja, Drag-and-Drop, diese 6 Megabyte Retusche in unser Dokumentenverarbeitungsprogramm. Das hat jetzt ca. 4,5 Sekunden gedauert. Sie wissen, wie lange sowas bei Ihnen dauert, über das Clipboard in den Export-Dialog oder in den Import-Dialog und dann ein Bildfilter wählen und so weiter und so weiter. Sie haben bereits eine Minute Zeit verschwendet, nur um das Bild zu übertragen. Wir machen das in 4,5 Sekunden. Gut, Andrea stellt gerne alles auf den Kopf. Das kann man auch mit einem 6 Megabyte Bild in der Zeit tun, wenn man das will, oder die Vergrößerung wählen. Völlig beliebig. Solche Geschwindigkeit ist man üblicherweise von Silicon Graphics Maschinen gewöhnt. Acorn RISC-PC macht es möglich, dass Sie für ein Viertel des Preises das auch auf Ihrem Schreibtisch haben. Okay, damit ist das Dokument soweit beendet. Entspricht fast exakt dem, was wir hier haben. Bis auf eine kleine Bilddrehung, die noch drin ist. Egal. Wir zeigen Ihnen jetzt als nächstes. Das war noch eine kleine Korrektur von Seite der Klaviatur. Wir zeigen Ihnen als nächstes, wie, was ich vorhin gesagt habe, wie einfach Windows und DOS auf der Maschine laufen. Wir haben ja die Möglichkeit, einen parallelen 486er Prozessor reinzustecken. Und jetzt läuft hier die Fenster ganz normal ein DOS hoch, wie Sie es von zu Hause kennen, auf derselben Maschine. Das heißt, für Sie ist der Effekt, Sie können auf eine neue Technologie wechseln. Die langfristige Entwicklung im Computermarkt, fast jeder Hersteller denkt mittlerweile über RISC-Computer nach. Acorn hat das schon vor 7 Jahren getan, hat jetzt ein ausgereiftes System. Aber wir haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, ganz normale PC-Software zu benutzen. Das ist die Konkurrenz, die muss laut sein, um uns noch zu übertreffen hier. Und das ist einfach maximale Geschwindigkeit, so wie Sie möglicherweise gewöhnt sind von zu Hause, wenn Sie eine grafikbeschleunigte Karte für Ihr Windows haben. Das Ganze geht auch an einem Fenster. Wir können ganz locker wieder zurückwechseln auf die RISC-OS-Benutzeroberfläche von dem RISC-PC und dort einfach ganz normal weitermachen in unserer RISC-Software, denn beide Prozessoren laufen parallel und wir haben keinerlei Geschwindigkeitsverlust dadurch, dass wir mal eben gleichzeitig noch einen PC fahren lassen. Alternativ kann ich auch in dem Fenster, Windows in a Window ist das jetzt, einfach die Maus reinklinken und dort ganz normal mit Windows weiterarbeiten. Sie sehen, das ist beliebig leicht zwischen den Welten zu wechseln und Sie brauchen auch nicht mehr sich 3 Computer nebeneinander zu stellen, nur um mehrere Softwarewelten zu haben. Gut, jetzt interessante Frage, was kostet das Ganze? Wir machen jetzt natürlich hier keine 10.000 Mark Systeme. Wir wollen natürlich, dass es jeder haben kann. Deshalb kostet unser Basissystem bereits voll benutzbar gerade mal 3.000 Mark. Ich sage deshalb voll benutzbar, weil andere Hersteller häufig solche Alibi-Systeme machen, die extrem abgespeckt sind, nur um eben einen niedrigen Preis machen zu können. Acorn macht das anders, wir bieten ein benutzbares System an und Sie werden mich wahrscheinlich gleich auslachen, wenn ich sage, das benutzbare System hat 4 MB Arbeitsspeicher und eine 210 MB Festplatte. Wie kann der Kerl das behaupten? Ganz einfach, unser Betriebssystem steckt in 2 MB RAM, belegt also keinerlei Arbeitsspeicher und die gesamte Software, die ich benutzt habe, um diesen Flyer zu machen, sind 3 große Software-Titel, groß in der Funktion, aber klein in der Größe, 2 Megabyte belegen Sie zu dritt im Speicher. Das heißt, Sie können auch mit einem 4 Megabyte Rechner bereits alles benutzen, was wir hier gezeigt haben und ähnliche Dokumente erstellen. Andere Preisbeispiele sind für ein Text- und Layout-System mit Software und eben dem Basisgerät für 3.800 Mark etwa. Und Profis würden mit etwa 8.000 Mark bereits voll auf ihre Kosten kommen. Die eigentliche Situation in diesem Preisvergleich ist, wir haben eine PC-Karte für 299 Mark. Das ist einfach ein Taschengeldpreis und es dürfte der billigste 486er PC mit Windows-Beschleuniger sein, den man überhaupt bekommen kann im Moment. Diese Preise verstehen sich jeweils zusätzlich Monitor und Drucker. Sie können jedes handelsübliche Gerät anschließen. Es wird auch jeder Bildschirm voll ausgenutzt. Wenn Sie eine 21 Zoll Wumme anschließen, Sie haben Auflösung bis zu 1600x1200 Punkten standardmäßig in jedem Gerät. Das heißt, Sie sind voll flexibel, was man Sie haben wollen, es läuft an der Maschine. Nur dieses Anwendungsbeispiel Dokumentverarbeitung nicht das Einzige, was der RISC-PC kann, sondern wir können im Prinzip alles. Ein paar Beispiele dafür, Creative Multimedia. Der RISC-PC ist wahrscheinlich der erste Computer, mit dem Sie selbst sofort Autor von Multimedia-Anwendungen werden können und nicht nur als CD-ROM-Wechsler sich degradieren lassen. Wir haben natürlich das volle Spektrum von Büroanwendungen, Warenwirtschaftssysteme, Kalkulationen, Grafiken, Datenbanken. Wir zählen auch Spiele dazu. Wir haben einen starken Einsatz des RISC-PC in der Forschung, für Visualisierung, Statistik und Messwerterfassung. Und Softwareentwickler finden auch ihr optimales Entwicklungssystem darin durch ein extrem leistungsstarkes und übersichtliches Betriebssystem und entsprechende Softwareentwicklungswerkzeuge.
Gut, wir hatten jetzt bei anderen Präsentationen viele Leute, die gesagt haben, was ihr da gemacht habt, glauben wir euch einfach nicht. Ist einfach Quatsch, ihr habt geschummelt, ihr habt das vom Video abgespielt. Irgendwie habt ihr dabei einen ganz großen Trick. Wir versichern, wir haben keinen. Und unsere Kollegen auf dem Stand werden ihr beweisen, wenn sie fragen, dass wir tatsächlich alles real so machen, wie es hier gesehen war. Vielen Dank.